Hallo ihr Lieben und willkommen zum Update für den September. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel draußen, es ist irgendwie ziemlich düster gerade, aber müsste eigentlich soweit gehen. Ich will halt ungern das Kameralicht anmachen, denn es ist immer so unschön irgendwie auch. Der September, da kam auch mal wieder einiges zusammen, aber nicht so viel wie letzten Monat, das war ja wirklich krass. Deswegen, ja, mal sehen, wie lange das Update dann geht. Da fangen wir gleich an, wie immer mit Tokyopop hier. Da werden es auch irgendwie immer weniger pro Monat. Naja, jedenfalls haben wir hier als erstes Confidential Confessions, der zweite Sammelband jetzt. Ich bin immer noch ein großer Fan von der neuen Aufmachung und so. Ich finde es echt nice, dass Tokyopop die nochmal rausbringt, auch für den guten Preis von 7,50 nur für zwei Bände, also halt in einem. Und ja, wie gesagt, auch die Aufmachung sehr cool hier so. Und ja, da sind ja jetzt, wie auch schon im letzten Band, dann mehrere Kurzgeschichten drin. Diesmal 6 Stück. Also im letzten Band waren es, glaube ich, nur 3 oder so. Auch natürlich wieder mit sehr krassen Themen. Ich werde nur ganz kurz zu den einzelnen Stories was sagen. Es wird sonst zu lang dauern. Also in der ersten Story geht es um Drogen. Und ich fand es auch vor allen Dingen sehr interessant gestaltet. Halt, also man hat wirklich so gesehen, wie schnell man in sowas reingeraten kann. Also sie dachte so, sie hat es noch unter Kontrolle und dann ist es aber immer mehr ausgeartet und ja, also das war echt krass. Die Story ging auch mit am längsten, glaube ich. Dann in der zweiten Story, muss ich mal gucken, wo die jetzt hier anfängt. Ah, hier, Zukunft hieß die, glaube ich. Die war eigentlich noch relativ harmlos, sage ich mal. Also da ging es einfach um ein Pärchen, das halt gemerkt hat, dass ihre Zukunftsvisionen irgendwie nicht so ganz zusammenpassen. Also er wollte halt Boxer werden. Und sie, glaube ich, Schauspielerin. Und sie hatten dann halt irgendwie nicht mehr so wirklich Zeit füreinander. Und dann, ja, wurde das halt nichts mehr. Aber sie haben dann trotzdem ihre Träume verfolgt und so. Das, ja, war eigentlich ganz nice so. Dann bei Schmerz ging es um Prostitution. Da gab es ja auch schon im letzten Band eine Geschichte dazu. Und dann hier verdreht, da ging es dann um, was auch schon mal im letzten Band vorkam, sexuelle Belästigung, beziehungsweise hier auch eher Gewalt in der Schule vom Lehrpersonal. Das fand ich auch echt krass. Also, was da so teilweise gemacht wurde, wo ich mir sage, was? So, da frage ich mich halt, wie realistisch das quasi ist, ob sowas schon mal wirklich passiert ist und sowas auch. Also, richtig krass. Genauso bei der nächsten Story, da ging es dann auch um Mobbing. Fand ich auch ziemlich schlimm. Und dann in der, ich glaube, es war dann die letzte Story, hier, verbotene Küsse. Da ging es halt darum, dass sich ein Mädchen ihre beste Freundin verliebt hat. Und die Story, finde ich, hatte am meisten so ein offenes Ende. Also die anderen hatten eher so teilweise auch Happy Ends. Oder wo halt zumindest alles dann so quasi geklärt wurde. Aber die hier war ziemlich offen und auch ziemlich komisch gegen Ende. Also, ja, war auch interessant, aber da sind einige krasse Dinge passiert. Und was ich dann auch nochmal ganz interessant fand, war das Nachwort hier von der Autorin. Denn da meinte sie hier irgendwo in einem Satz hier, einige der 14-, 15- und 60-jährigen Mädchen in diesem Manga sind meine Freundin, einige bin ich selbst. Daher sind einige dieser Stories auf jeden Fall nach wahren Begebenheiten und das finde ich dann noch krasser. Ich finde, das merkt man vielleicht auch bei einigen sehr, also wo es einem halt auch wirklich sehr realistisch rüberkommt. Ich frage mich, ob halt, wie gesagt, von dieser Schulstory dieses eine da zum Beispiel auch realistisch war, weil das war schon krass. Also wie immer, richtig gut gemacht. Ist halt immer komisch, gut dazu zu sagen, weil ja so schlimme Themen da angesprochen werden, aber auf jeden Fall gut rübergebracht, sage ich mal. Und sehr interessant zu lesen. Also der Band hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. So, dann gab es ein Abschlussband und zwar 1001 Nights. Da war dann hier auch ein Print drinnen. Das ist eigentlich einfach hier die Hinterseite von dem Manga. Nice Print, so zum Abschluss. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich halt schon dann vor einiger Zeit gehört hatte, dass halt der 10. dann der letzte sein wird. Weil halt irgendwie die Story mir noch nicht so beendet vorkam oder so. Ich meine, es hat jetzt schon nochmal alles so Sinn ergeben am Ende, aber ich dachte, dass es irgendwie auf mehr hinausläuft oder sowas. Ich weiß nicht. Generell war die Story so ein bisschen wirr und ich kann total verstehen, wenn Leute den
nicht so sehr mochten oder so. Ich habe gesehen, dass den einige auch abgebrochen haben oder so. Ich bin dran geblieben, hauptsächlich ehrlich gesagt auch wegen den schönen Zeichnungen und auch wegen den Charakteren. Aber die Story war doch ein bisschen weird. Und auch wenn ich die Zeichnungen schön fand, war es wie in jedem Band so, dass ich teilweise finde, dass man nicht so ganz durch die Zeichnung halt der Story folgen kann. Ich finde die Panel-Aufteilung ziemlich schlecht im Sinne von, dass manchmal, ich weiß nicht, wo man es jetzt hier so gut sehen kann, hier auch zum Beispiel ist es alles so, wie soll ich sagen, so ein bisschen nah rangezoomt. Es ist selten mal, dass man irgendwie so einen ganzen Charakter sieht und wenn man dann ständig nur so Ausschnitte quasi sieht, versteht man manchmal nicht so ganz, was passiert. So auch hier, das ist dann ja so ein bisschen verwirrend. Die Zeichnungen sind schön, aber man könnte auf jeden Fall mehr rausholen, indem man mal so ein bisschen mehr zeigt und dass man dann auch der Story besser folgen kann. Also die Panelaufteilung plus die komisch herangezoomten Zeichnungen teilweise sind dann halt so verwirrend. Ja, nicht so gutes Storytelling quasi. Ja, zur Story weiß ich jetzt nicht so ganz, was ich sagen kann. Also auf jeden Fall, Achtung, Spoiler, weil das ist ja der Abschlussband. Ach ja, und hier noch die schöne Farbseite. Die ist wirklich hübsch. Ja, also ich habe schon ungefähr verstanden, was passiert ist, aber so ein paar Sachen nicht so ganz. Und deswegen kann ich jetzt nicht so super genau was dazu sagen. Ich meine, es ist ja eh, wie gesagt, Spoiler. Deswegen, die es gelesen haben, wissen ja, was passiert ist. Und so meinungsmäßig finde ich halt, dass es halt am Ende so alles so ein bisschen so schnell ging. Ich weiß nicht, ob die Mangaka vielleicht den Manga vorzeitig beenden musste oder so, oder ob das so geplant war, aber ich ja, fand es auf jeden Fall traurig, dass ja, die dann zurück in ihre Welt quasi sind. Und hier übrigens, dieser Kuss, was war das? Also, ich meine, die sind halt so Zwillinge und so. Aber gut, stört mich jetzt nicht unbedingt, aber ich war so, hä? Und dann sind die zurück in die Welt und Rubaiyat, er musste sich von Rubaiyat trennen. Und die sind ja auch irgendwie, also nicht so richtig zusammengekommen, aber so, ja, es waren auf jeden Fall so BL-Momente da, sag ich mal. Also irgendwie meint ja Knight schon auch, dass er ihn liebt und sowas, aber er weiß halt noch nicht so, welche Art von Liebe und so. Aber hier diese Szene, das fand ich halt auch voll süß. Ja, und dass dann halt Yuta auf einmal so ein kleines Kind war und ich war so, what the fuck? Also es war alles ein bisschen komisch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Diese Reihe existiert und es ist in Ordnung. Sie hat mir im Großen und Ganzen ganz gut gefallen, aber ich kann verstehen, wenn Leute damit nicht wirklich was anfangen können oder so. Es ist, ja. Ja, aber das Setting war ganz schön, die Zeichnungen und so weiter. Und wie gesagt, die Charaktere. Also Rubaiyat ist mein Lieblingscharakter und ja. So. ja, dann machen wir weiter mit Egmont. Da hätten wir als erstes Horimiya, Band 10. Ja, dazu kann ich eigentlich fast nur das gleiche sagen wie auch in anderen Updates, weil es ist halt immer noch so kurzgeschichtenmäßig. Das stört mich halt ein bisschen, dass da halt nicht so ein richtig roter Faden ist. Ich meine, es ist nicht so, dass die Storys nicht miteinander zusammenhängen oder so. Und es ist auch in der richtigen Reihenfolge. Also es ist schon eine chronologische Story. Aber ja, die Kurzgeschichten kommen einem dann halt teilweise so bedeutungslos vor, weil das dann, da ist so ein Thema, das wird dann so angeschnitten und dann später in der nächsten Kurzgeschichte geht es um irgendwas anderes. Mich hätte nämlich zum Beispiel auch noch sehr interessiert, wie es mit den beiden hier weitergeht, weil da ja auch sowas angeschnitten wurde. Ich meine, vielleicht wird es ja im nächsten Band fortgesetzt, aber das ist halt alles immer so ein bisschen kurz und ich finde, dann fehlt da so ein bisschen die Tiefgründigkeit. Ich meine, klar, es ist auch hauptsächlich Comedy und sowas, aber so ein bisschen mehr würde ich mir jetzt schon erhoffen, weil es vor allen Dingen, es war so eine Reihe, die, finde ich, so stark angefangen hat und finde ich halt ein bisschen schade. Aber naja, ich meine, es ist trotzdem ganz unterhaltsam noch zu lesen. Ich hoffe nur, es geht nicht allzu lange. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände schon in Japan draußen sind, aber ich glaube schon so 15 oder so. I don't know. Ja. Dann weiter mit einer Reihe, wo ich mich super drauf gefreut hatte. Given, Band 3. Da gab es auch wieder einen schönen Print hier. Herbstfeelings. Ja, und der Band hat mir super gut gefallen. Also, das ist wirklich so ein Boys Love, den ich auch für Einsteiger quasi empfehlen könnte. Oder einfach für Leute, die gerne Boys Love Stories lesen, wo es ein bisschen langsamer zur Sache geht und so ein bisschen deeper sind auch. Und Musik natürlich, es geht ja um eine Band.
Ja, also in dem Band, ich würde auch nochmal kurz sagen, Achtung, Spoiler oder so, weil im letzten Band haben sie sich ja geküsst, also die beiden, die Hauptcharaktere quasi. Und jetzt in dem Band sind die halt einfach so locker flockig zusammengekommen irgendwie. Ich fand das eigentlich ganz erfrischend, dass es da kein großes Drama oder sowas drum gab, sondern es war sehr süß und ich fand es auch cute, dass sie dann so die anderen gefragt haben, ob das okay ist, so weil sie ja in der Band sind. Und die anderen waren natürlich auch so, ja, nicht, dass es so Drama gibt deswegen, aber haben halt zugestimmt und ja, also das war süß. Und man hat in dem Band auch ein bisschen mehr von ihm hier erfahren, also so ein bisschen mehr in seine Gedankenwelt einblicken können und dass er halt schon auch in ihn verliebt ist. Ich muss mal nochmal wegen den Namen gucken. Ja, also Haruki in Akihito. Ja, aber er hat ja da auch noch diesen ja, Freund quasi, mit dem er zusammen wohnt, der, ich glaube, Geiger ist oder Violin oder was auch immer. Ja, und da ist ja auch noch so ein paar Sachen so ungeklärt und sowas. Und ja, aber ich fand es auf jeden Fall voll nice. Also ich möchte gerne, dass zwischen den beiden irgendwie noch mehr passiert oder so. Oder generell sich die Story in die Richtung da auch noch weiterentwickelt. Also ich fand es schön, dass es so, dass man von beiden sowas mitbekommen hat. Und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächsten Bände. Freue mich mega drauf. Ist eine tolle Reihe. So, dann habe ich bei Egmont noch diesen Monat einen gekauft, den ich noch gar nicht lesen kann. Und zwar Detektiv Conan 94. Den habe ich nur gekauft, weil es da in der ersten Auflage Farbseiten gibt. Und zwar die hier. Ja, ziemlich schöne Farbseiten. Und es gibt es halt nur in der ersten Auflage. Und bis ich mal irgendwann bei Band 94 bin, gibt es die erste Auflage vielleicht nicht mehr. Deswegen dachte ich mir, gut, hole ich den halt schon mal mit. Ich würde auch an sich super gerne Detektiv Conan weitersammeln und weiterlesen. Hätte ich richtig Bock drauf, aber halt kein Geld, ne? ja, falls ich mal wieder ein bisschen mehr übrig habe, könnte ich mal wieder eine Bestellung machen, irgendwie bei Rebuy oder so. Aber es gibt auch seltener jetzt die neueren Bände. Also ich bin ja schon bei Band 52. Die dann gebraucht zu finden, ist ein bisschen seltener, ne? Ich würde da halt vielleicht auch ein kleines bisschen mehr dann auch ausgeben. Aber neu, alle neu zu kaufen, das kann ich mir einfach nicht leisten. Das ist so. Ah, naja. Ich hoffe, irgendwann bald kann ich da mal weiterlesen. Ich würde super gern aktuell sein. Ne? Ja, dann kommen wir zu Kaze. Ja, und zwar geht es da weiter mit Magi, Band 35. Oh mein Gott, dieser Band. Generell, Magi geht gerade so ab. Ich meine, das ist ja schon fast am Ende. Und ja, also daher hier auch Achtung, Spoiler oder so. Ja, weil sie sind ja jetzt immer noch in diesem Heiligen Palast und kämpfen quasi gegen Sindbad, wobei das ja in eher mehr so Wortgefechte sind. Und das finde ich super interessant. Also generell, worum es da halt gerade geht mit dem Schicksal der Welt quasi. Und man erfährt dann hier auch nochmal, was eigentlich mit Alibaba nochmal so genau auch passiert ist nach seinem Tod. Wo er da gelandet ist mit diesen anderen Leuten von dieser anderen Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß. Ja, und das fand ich halt auch super interessant zu sehen, wie er dann da weggekommen ist und so. Und das hat ihm ja dann auch eine Idee gegeben, als sie dann halt nämlich da mit Sindbad ja geredet haben. Ich muss sagen, ich habe das mit diesen Dimensionen und dem All nicht so 100% verstanden, aber ja, eine Seite wollte ja irgendwie so die vertikale Linie einreißen und die andere irgendwie so die horizontale. Und es war dann halt so, ja, was besser ist für die Welt. Und bei Sindbads Vorschlag müssten ja alle sterben quasi, was halt nicht so gut ist. Und dann hat Alibaba halt so eine neue Idee gebracht, dass man beides irgendwie machen könnte und so. Und dann am Ende sind die einfach alle am Streiten und so, oh nein, das geht nicht und so. Und ich fand das voll interessant. Ja, wie die sich halt über das Schicksal der Welt quasi unterhalten. Und dann haben sie ja doch am Ende noch was gefunden. Und wollen halt jetzt mit den anderen Leuten aus diesen anderen Realitäten quasi kommunizieren. Und ja, dann wurde halt Sindbad auch so klar, dass Alibaba ihn eigentlich quasi dazu überredet hat. Und ja, ich fand das voll interessant. Was halt auch nochmal gezeigt hat, weil in den letzten Bänden schätze ich mal, dass einige nicht mehr so gut auf Sindbad zu sprechen waren und waren so, ha, okay, ist er jetzt doch quasi einer von den Bösen oder, ne? Aber er ist ja nicht irgendwie böse, sondern er war einfach sehr überzeugt von seinem Plan, dass das halt quasi der richtige ist. Und ja, wie schon auch in letzten Updates erwähnt, finde ich es cool, wie da so mit den Moralvorstellungen und sowas auch gespielt wird. Und ja, bin sehr gespannt, was dann am Ende jetzt dabei rauskommt. Und ja, der Band war auf jeden Fall wieder sehr gut. So, dann kommen wir zu Tokyo Ghoul Re.
Ja, mal sehen, was ich dazu sagen kann. Da ist ja auch einiges passiert. Also bei Tokyo Ghoul bin ich ja auch immer so ein bisschen verwirrt. Aber es ging eigentlich in diesem Band. Ja, ich weiß nicht so genau, zu was ich alles was sagen kann. Da ist so viel passiert. Also generell kann man einfach sagen, dass die Ghule jetzt ziemlich, ja, nicht so gut dastehen und von allen Seiten attackiert werden. Und die haben sich dann ja auch getrennt und einige sind in diesem Hauptquartier quasi zurückgeblieben. Und dann gab es ja da Angriffe und so weiter und so fort. Und es sind ja auch einige Leute gestorben, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, ne? Nochmal Spoiler, Warnung, aber wie auch schon gesagt, das ist bei mir eigentlich immer, ich sag halt immer zu den Wänden was, sonst ohne Spoiler kann man dazu nichts sagen, aber ja, normalerweise versuche ich ja trotzdem keine Tode oder so zu spoilern, aber hier muss ich das machen, sonst kann ich nicht darüber reden und ich bin mir halt auch gar nicht mal sicher. Also ich bin der Meinung, dass hier Naki oder wie der nochmal hieß von den mit den weißen Anzügen, dass der gestorben ist. Er hier. Aber Hinami hat hier ja auch gekämpft und es sah irgendwie auch so aus, als ob sie stirbt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier jetzt der Fall war. Also kann auch sein, dass sie irgendwie nur sehr schwer verwundet wurde und dass es noch rechtzeitig gestoppt werden konnte oder so, aber ich weiß nicht genau. Weil Ken kommt dann ja am Ende, um alle zu retten und das fand ich dann auch super krass, als man hier so denkt, so, okay, jetzt geht hier so mega der krasse Kampf ab und so, mal sehen und dann hat er hier einfach so verloren und der Kampf wurde halt gar nicht gezeigt und das, ich war so, what? Voll der Schockmoment so. Und dann sehr interessant fand ich halt auch, wie dann so diese Sachen so in seinem Kopf abgehen. Also wie dann seine verschiedenen Ichs quasi miteinander reden und so gucken, was jetzt los ist und sowas. Und ich bin mega gespannt, wie es dann jetzt weitergeht, weil er ja dann irgendwie doch nochmal wieder so hochkommt, aber ob er es dann halt schafft, weil er denkt jetzt halt auch an Toka und ja, und hier auch am Ende mit diesen ganzen A's. Ich war so, fuck. Hat diese bestimmte Reihenfolge irgendwas zu bedeuten oder was? Ja, also die Reihe ist ja auch bald zu Ende. Ich glaube mit 15 Bänden oder so. Zumindest wurde da, habe ich irgendwie gehört, dass es halt demnächst abgeschlossen sein soll. Und es hatte halt gerade irgendwie 14 Bände in Japan und dann wird es wahrscheinlich 15 haben. Mal sehen. Ja, bin ich gespannt. Das Cover ist übrigens richtig nice. Ja, dann kommen wir auch schon zu Carlsen. Da hätten wir dann My Hero Academia Band 14. Den habe ich auch erst gestern gelesen. Die meisten Carlsen-Mangas habe ich gerade erst gelesen. Daher habe ich das noch fresh in meinem Kopf. Ja, der hat mir auch super gut gefallen. Das ist auch so eine Reihe, die gefällt mir einfach von Band zu Band besser. Und ja, hier war ja am Ende des letzten Bandes dieser Kampf zwischen Kachan und Deku und ja, ich weiß nicht, es war halt so ein bisschen so, müsst ihr jetzt unbedingt kämpfen, so, weil er halt herausgefunden hat, ja, was es mit Dekus Kraft auf sich hat und so und er ist jetzt da auch eingeweiht und alles und ja, dann haben sie natürlich Ärger bekommen, das war ziemlich lustig, hier auch von Aizawa mit seinen hochgebundenen Haaren, yeah. Ja, und dann war ja eigentlich noch das große Thema in dem Band auch so hier die Big Three, die besten drei Schüler halt. Ja, so auf den ersten Eindruck, also er hier war mir auch sehr sympathisch, weil er so verschüchtert war und dann sich so an die Wand gestellt hat. Das fand ich sehr lustig. Von ihr weiß ich noch nicht so ganz, was ich halten soll. Und ihn hier finde ich ziemlich cool, mit diesem lustigen Gesicht auch. Seine Fähigkeit hat man dann ja auch gesehen, wo sie dann so einen Probekampf quasi gegen ihn hatten. Das fand ich sehr interessant und cool auch. Also immer wieder cool, wenn dann da so neue Macken auftauchen. Und ja, und genau der quasi neue Bösewicht hier ist ja dann auch aufgetaucht, der ja auch auf dem Cover ist. Seine Macke finde ich auch interessant. Man weiß ja noch nicht so ganz, was es ist. Also man hat es ja schon so gesehen, aber noch nicht so irgendwelche Details gehört. Da bin ich auch mal gespannt, wie er sich dann so jetzt ja quasi eigentlich gegen die Liga des Bösen gestellt hat oder eigentlich ihr Anführer werden wollte. Ja, was die dann deswegen machen und so. Und dann ging es natürlich auch weiter mit dem Praktikum, weil Deku ja jetzt bei dem, bei diesem netten Typen hier ist, der ja ein Sidekick von All Might war. Und ich finde es einfach cool, er sieht so streng aus, aber er liebt so voll den Humor und sowas. Und ja, da freue ich mich dann schon sehr drauf, wenn es um das Praktikum geht und alles. Und bin allgemein super gespannt auf den nächsten Band. Ich weiß nicht, es macht immer so viel Spaß, My Hero Academia zu lesen. Und ich sollte vielleicht auch mal den Anime weitergucken. Ich glaube nämlich, der ist ja jetzt auch, die dritte Staffel ist jetzt abgeschlossen. Also komplett draußen.
Und der Manga ist jetzt ein bisschen weiter. Daher, bis die vierte Staffel rauskommt, ist dann der Manga in Deutschland halt ziemlich weiter, würde ich sagen. Ja, ich habe halt den Anime nicht weitergeguckt, weil ich persönlich immer gerne den Manga zuerst lese. Und ja, aber jetzt könnte ich das ja mal nachholen quasi. Mal sehen. Ja. So, dann geht's weiter mit Food Wars Band 16. Ja, mit diesem eigentlich ziemlich hübschen Cover. Also, mir gefällt das Cover-Design. Ich war erst so, ha, was für ein Vampir-Typ ist das denn hier, der hier auftaucht. Und ich war super erstaunt, als halt rauskam, wer das ist. Also, ne, und zwar, das ist ja einfach mal Irinas Vater. Und ich war so, was? Die sehen sich halt null ähnlich und was? Weil, ja, es ging ja jetzt dieses Fest da zu Ende. Dass es da halt gab. Natürlich hat so mal nicht komplett gewonnen, weil das war halt einfach zu ein großer Abstand. Aber er kam aus den roten Zahlen raus. Das war ja schon mal nice. Ich fand es auch cool, dass hier nochmal ein paar altbekannte Gesichter aufgetaucht sind und ihm dann alle so geholfen haben und so. Ja, hier. Und ja, dann sind sie ja bei den anderen, bei den gehobeneren, da essen gegangen. Also in dieser, wie hieß das nochmal? Also wo halt die. Ja, die höheren Leute gegessen haben. Und dann war hier auch der gerade halt die Nummer 1 ist von der Akademie, der auch der Weiße Ritter der Tafel genannt wird. Den fand ich auch ziemlich cool, vor allen Dingen, weil er so professionell gewirkt hat und dann war aber immer so unsicher und hat so gefragt, so ja, ob denn alles in Ordnung ist, so bei den Gästen und so. Ja, und dann sind sie ja zu Irinas Restaurant gegangen und dann kam ihr Vater an und sie hat ja so mega Angst vor dem und ich muss sagen, er sieht echt cool aus. Also ich mag das Charakterdesign sehr gerne, aber er, ja, sieht halt einfach aus, als ob er ein ziemlich mieser Typ ist. Ja, und er wurde ja dann auch General und so und das fand ich auch krass, dass da einfach so die, dass der Zehnerrat einfach so mitgezogen hat und was erwarten die sich so, frage ich mich halt. Ja. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, weil das vor allen Dingen, was er halt noch so vorhat. Also man hat ja schon so ein bisschen gesehen, wie er Irina so das Kochen beigebracht hat und dass er ja sehr gemein zu ihr war. Aber generell, was noch so seine Vorhaben sind, weil dann ja auch der alte General zu Soma kam und hier ups, meinte, dass er Irina retten soll. Mal sehen, wie er es schafft. Ich meine, wahrscheinlich muss er jetzt halt den Zehnerrat herausfordern, weil die haben ja die Macht und er muss ja dann mindestens halt die Mehrheit irgendwie überzeugen oder so, auch auf seiner Seite zu stehen oder vielleicht selber auch in den Zehnerrat jetzt schon zu kommen. Wobei ich noch nicht glaube, dass das jetzt schon möglich ist, aber mal sehen. Also bin sehr gespannt. So. Dann der nächste ist Attack on Titan Before the Fall Band 12. Ja. Da sind wir jetzt auch schon bei Band 12. So, für ein Spin-off bin ich immer noch ein bisschen lang, aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Ja, hier auch die schönen Farbseiten mal wieder. Die finde ich nämlich immer ziemlich nice. Dabei kommen hier gar nicht so viele Titanen vor, aber Hauptsache auf den Farbseiten welche haben. Ja, der Band war auch mal wieder sehr dick, aber es ist nicht so krass viel passiert. Das ist bei der Reihe immer so ein bisschen so. Ja, also es ging ja jetzt darum, dass Kyukuro. Mit George nennt man ihn, spricht man das so aus, wahrscheinlich, ihm halt hier die neuen Rekruten dann ausgebildet hat, oder also sie haben halt jetzt versucht, die so zu trainieren, dass sie dann die Ausrüstung tragen können. Und währenddessen war ja Charles oder Charlie mit Angel ebenfalls dabei, zu ihnen zu stoßen. Und ich finde es halt einfach interessant, wie man so auch die Entwicklung der Ausrüstung dann durch die Serie hinweg so miterleben kann. Bis es dann halt auf dem Niveau quasi von der Hauptserie ist. Und da bin ich mal gespannt, ob es dann im nächsten Band soweit ist, weil sie hatten ja jetzt immer hier noch diese Schwerter und das war halt nicht so ein Teil der Ausrüstung, sondern die mussten es dann halt extra in der Hand halten. Und jetzt kam also Charlie kam dann auf die Idee, dass man das ja so integrieren könnte, wie es ja dann auch ist bei der Ausrüstung. Und am Ende sah es ja dann hier auch schon so aus. Daher ja, hoffe ich mal, dass sie damit dann auch fertig werden. Auch mit, weil die wollten es ja auch leichter machen, weil die irgendwie immer noch zu schwer ist. Und ihr Bruder ist aber auch gleichzeitig hinter ihnen her. Und ich hoffe, dass sie dann damit fertig werden können, bevor sie unterbrochen werden. Ja. Und ich mag auch sehr die neuen Charaktere, die hier schon seit dem letzten Band dann halt sind. Die neuen Rekruten hier, die dann in den Aufklärungstrupp eintreten wollen. Und ja.
So, und dann kam auch endlich. Er wurde ja ein bisschen verschoben. Der neue Band, Band 25 von Black Butler raus. Yay. Und ich habe ihn natürlich, musste ich in der Special Edition gekauft. Mit dem Booklet, beziehungsweise Notebook, Notizbuch. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich war so, okay, ich gucke es mir mal an, mal sehen. Eigentlich, es ist halt, ich benutze Notizbücher eigentlich nicht wirklich, weil die mir immer zu schade sind. Und zum Beispiel, um meine Neuheiten, was ich so kaufe und sowas aufzuschreiben, benutze ich halt einfach so ein normales Karo-Ringbuch-Ding. So ein kleines in DIN A5-Format. Einfach, weil ich das halt nicht so schön oder sowas aufschreibe. Und dann für so ein Notizbuch wäre mir das zu schade, wenn ich da einfach irgendwas reinschmiere. Und ich meine, guckt euch dieses Cover an. Das ist so schön. Ich muss es einfach kaufen wegen dem Cover. Ich konnte nicht anders. Mal sehen, ob ich es benutzen werde oder nicht. Ja, es ist zumindest hier. Leuchtet hier auch so schön. Das ist echt schön aufgemacht. So. Hier hinten sieht man auch nochmal alle Cover. Und dann ist halt natürlich leer zum Schreiben. Hier kann man nochmal seinen Namen reinschreiben, wenn man möchte. Und es ist auch ziemlich dick. Also immerhin ein dickes Notizbuch. So. Wenn man es tatsächlich benutzt, wird es sich wahrscheinlich auch lohnen, aber mal sehen. Ja, jedenfalls Band 25, endlich. Weiß auch nicht, warum der so oft verschoben wurde. Vielleicht sogar wegen dem Notizbuch, wer weiß. Aber ja, weil der nächste Band soll ja jetzt auch schon im November rauskommen. Und ehrlich gesagt bezweifle ich das etwas. Das ist dann ziemlich nah beieinander und Black Butler braucht eigentlich immer ein bisschen. Aber vielleicht, weil er jetzt so oft verschoben wurde und wenn es nichts, sag ich mal, direkt mit dem Release so von Japan und so her auch, mit der Lizenz und sowas zu tun hatte, könnte es sogar sein, dass der nächste im November schon kommt. Mal sehen. Ja, jedenfalls sind wir immer noch in dem Music Hall Arc. Und der Band war eigentlich, bis auf das Ende, wozu ich gleich komme, recht ja, ruhiger etwas zumindest. Also am Anfang hat man noch mal ein paar schöne Auftritte hier gesehen von den Showgruppen. Ich finde es immer noch komisch, die in diesen Outfits zu sehen, die halt so gar nicht in dieses viktorianische Zeitalter hier passen. Aber sie sehen natürlich gut aus, also kann man nichts sagen. Und ja, sie haben dann halt aufgeklärt, dass diese dort ja, ihre Leute quasi, ihre Besucher umbringen und denen halt Blut abzapfen und sowas. Und das kam dann in die Zeitung. Und ja, fand ich cool, dass sie das endlich halt geklärt haben. Aber es ist ja immer noch nicht rausgekommen, warum die das genau machen. Also so ein bisschen, aber jetzt noch nicht so die genauen Hintergründe. Und ja, da sind sie dann auch kurz auf die Todesgötter gestoßen, die da waren. Moment. Hier, yay, Grell ist wieder aufgetaucht. Ich habe mich mega gefreut, als ich ihn gesehen habe. Und auch hier dieser neue, der ja auch auf dem Cover ist, der ja eher mehr so forschungsmäßig dabei ist und nicht direkt im Einsatz. Ja, und die haben da natürlich ja auch ermittelt, sag ich mal. Aber sie sind nur wirklich sehr kurz aufgetaucht. Ich muss, ja, okay. Aber Grell meint ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich hoffe doch sehr. Ja, und dann gegen Ende gab es den übelsten Cliffhanger. Also wer hier nicht gespoilert werden will, ich war echt so, what? Weil hier gab es erstmal so richtig schön, so, das war voll fies gemacht, erstmal so richtig schön hier Soma. Also Agni hat ja mitbekommen, dass Ciel Soma nicht so wirklich als Freund sieht und so. Und Soma war so, ja, das macht ihm nichts, er will trotzdem sein Freund sein und er will ihm quasi dabei helfen, glücklich zu sein. Hier gab es hier voll das schöne Bild, das war so voll, oh. Ja, und dann klingelt es an der Tür und er macht auf und tscha, 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 tscha. Und ich war so, nein. Ich hoffe einfach sehr, das ist hier nur so ein Cliffhanger, so. Quasi so ein Trick, dass man denkt, so, oh nein, jetzt wurde er erschossen, aber in Wirklichkeit ist vielleicht Agni dazwischen gesprungen oder so und jemand wurde nur verwundet oder keine Ahnung. Ich hoffe es sehr. Soma ist jetzt zwar nicht so mein absoluter Lieblingscharakter oder sowas, aber ich mag ihn auch sehr gern und ich will nicht, dass er stirbt, daher. Ja, und das hängt halt auch, denke ich mal, alles noch zusammen mit, was Agni hier rausgefunden hat. Das weiß man ja jetzt noch nicht. Es ging halt um dieses Familienbild von Ciel, das er hier ja auch in den Kamin geschmissen hat. Und da wurde ich schon ein bisschen gespoilert. Ich werde nicht erwähnen, was, aber ich habe halt so einen Fakt erfahren. Aber ich weiß noch nicht mehr darüber. Aber ich habe das auf Instagram so gesehen. Das ist immer so mies, wenn man dann so Bilder vorgeschlagen bekommt und dann denkt man an nichts Böses und dann sieht man sowas und ich habe dann halt schnell weiter gescrollt. Aber da weiß ich halt schon so einen kleinen Fakt und ich denke mal, dass das was damit zu tun hat. Und ja, das finde ich, öffnet nochmal ganz neue Dimensionen. So, da bin ich so, was? Was ist da? Richtig krass.
Ja, es war nicht mal eine Vorschau auf den nächsten Band, weil man wahrscheinlich da nichts vorwegnehmen wollte. Aber das ist hier ein bisschen schlecht gedruckt und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, bei allen Carlsen-Neuheiten waren teilweise so ein paar Bilder drin, eher auf der rechten Seite, die so ein bisschen nicht so gut gedruckt waren. Also es war so ein bisschen kleines, wenig verschmiert, könnte man sagen, so als ob irgendwie das Papier zu nass gewesen wäre oder so. Weiß nicht, ob das sonst noch irgendwem aufgefallen ist. Also es ist jetzt nicht so richtig schlimm, aber bei ein paar Seiten war es schon ein bisschen mehr. Es sah sehr dreckig quasi aus. Ich dachte erst, das wäre so gewollt, aber dann auf so ein paar Seiten halt auch so zwischen den Panels, so hier, war das dann so ein bisschen dreckig und ich war so, okay. Ich denke, auf der Kamera sieht man das jetzt eh nicht, falls es hier irgendwo ist. Aber ja, war ich so, Carlsen, was ist mit der Quality hier los? Was, wie gesagt, war jetzt nicht so schlimm, aber naja. Jedenfalls richtig cooler Band und dieser Cliffhanger, Mann, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe sehr, dass der neue Band dann wirklich im November rauskommt, weil ich muss wissen, was da abgeht. Das ist da. So, und dann kam noch etwas dazu, was nicht geplant war. Da kamen ein paar Sachen diesen Monat dazu. Ja, um genau zu sein, zwei bzw. vier Bände. Ja, und zwar wären das hier zum einen Focus 10, Band 1 und 2. Das spiegelt jetzt hier so ein bisschen. Kann das irgendwie stehen bleiben, dass man was erkennt? I don't know. Jedenfalls zeige ich noch hier schnell die Extras. Also in Band 1 gab es eine coole Postkarte und beim zweiten Band ein Polaroid und die wollen auch für die nächsten Bände Polaroids machen. Das finde ich auch ganz cool. Also ich finde Polaroids immer sehr nice. Die sehen hübsch aus. Und ja, also erstmal, wie ich dazu kam, mir diese Reihe jetzt endlich mal zu kaufen. Und zwar hatte ich beim lieben Mike seinen Kanal, ich bin mir mal unsicher, wie man ausspricht, Speciousness oder Speciousness. Jedenfalls hatte er mit der Autorin, mit Martina Peters, einige Interviews, Q&As und einen Livestream gemacht. Und ich habe mir alles davon angeguckt und ich fand einfach, dass sie super sympathisch rüberkam. Und ich hatte eigentlich schon seit der Animagic vor, mir diesen Manga zu holen, weil es mich einfach interessiert hatte. Und sie war dort ja auch, aber leider hatten wir es halt nicht geschafft, dann zu der Signierstunde zu gehen. Und ich hatte den ja auch noch nicht gelesen, deswegen war ich mir eh unsicher, ob ich da dann hingehen wollte, wenn ich den halt noch gar nicht richtig kenne. Ja, und jetzt dachte ich mir so, ach komm, ich hole ihn mir jetzt endlich mal. Ich war so gespannt darauf, was da so sie alles über den Manga erzählt hat. Und ich war so, ach, ich will das jetzt endlich auch lesen. Und ja, habe ihn mir dann geholt. Es ist ja im Großformat und quasi in halben Bänden kommt es raus. Also die zwei Bände zusammen sind quasi wie ein Band. Und es wird 10 Stück davon geben. Also quasi 5 normale Bände, 10 einzelne, also halbe Bände quasi. Also es kommen keine normalen Bände raus, aber so von der Anzahl her. Ja, also hier ist dann 1 und 2, da steht auch Phase 1 und 2. Ich war nämlich erst so ein bisschen verwirrt, so wo ist die 1 und die 2, aber dann stand das da so. Ja, und zwar geht es in diesem Manga um Schlafparalyse und das fand ich halt einfach mal ein interessantes Thema, ein Manga zuzumachen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Schlafparalyse ist, ich kann es ja mal schnell so ein bisschen erklären. Natürlich kann man das im Internet nochmal nachlesen und sowas. Aber grob gesagt ist es halt so, dass wenn man ja schläft, paralysiert sich der Körper quasi selbst, damit man nicht seine Träume auslebt.